Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Es war diese Woche nicht viel los, aber es war die Woche der Quartalszahlen und alle großen Unternehmen haben mal wieder veröffentlicht und eigentlich sieht es rosig aus. Jedoch vermelden viele von denen Verluste. Das kommt durch die US-Steuerreform, dass die jetzt die Auslandsgewinne besteuern, um sie wieder nach Hause zu holen, und das reißt erstmal überall Löcher rein. Wenn man sich das aber genauer anguckt, dann sieht es bei Google oder der Mutter Alphabet so aus, dass Umsatz und Gewinn gesteigert worden ist. Kerngeschäft ist nach wie vor Google und Kerngeschäft von Google ist nach wie vor Werbung. Und wenn man sich da durchliest, dann sieht man immer noch mindestens 86%. Wo die ganze Kohle herkommt, ist aus dem Werbegeschäft. Und das ist das, wo Google nach wie vor die Kohle macht. Genauso sieht es aus bei Facebook. Facebook hat da eher die Probleme mit sinkenden Nutzer, beziehungsweise dass in den USA weniger oft die Leute auf Facebook zugreifen. Global gesehen wurden es aber irgendwie 32 Millionen mehr Mitglieder und irgendwie der Werbeumsatz oder der Umsatz, den Facebook natürlich mit Werbung macht, ist irgendwie auch nochmal um 47%, glaube ich, sogar gestiegen. Nicht nur 47 Millionen oder sowas. Nein, die haben kräftig zugelegt. Aber die müssen auch kämpfen, wo sie ihre Kohle herkommt. Richtig ähnlich sieht es oder anders sieht es wieder leicht bei Apple aus. Die vermelden mal wieder Umsatzwachstum und auch Gewinnwachstum, aber das gucken sich die Leute ja genauer an und die wollen natürlich wissen, hey, wie viele iPhones habt ihr vertickt und wie viele von den Xern? Unterm Strich ist es nämlich so, dass Apple 1 Million weniger iPhones verkauft hat als im Vergleichszeiträumen. Aber der Durchschnittspreis vom verkauften iPhone gestiegen ist. So, und ist ja kein Kunststück, wenn hier schweineteure iPhones auf den Markt werfen, dann kosten die natürlich mehr. Was man bei den Zahlen aber auch noch im Hinterkopf behalten sollte, meiner Meinung nach, ist, dass das iPhone X oder das iPhone 10 ja auch noch später auf den Markt gekommen ist. Wer weiß, wenn die das zusammen mit den 8ern rausgebracht hätten wir wahrscheinlich gar keinen Grund zur Panik. Also da sieht auch alles rosig aus, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir noch Microsoft als Großen in der Runde und auch da ist es. Umsatz überall gestiegen und was man da Interessantes rauslesen kann, ist, dass die Abo-Dienste, sei es jetzt hier Microsofts Cloud-Dienste oder auch die Office-Cloud-Dinger, immer mehr Kohle reinbringen. Also das, was Microsoft ja irgendwann gesagt hat, ne, wir wollen weg von diesen unberechenbaren Einmalzahlungen, wenn die Leute einmal eine Software kaufen oder sowas, hin zu verlässlicheren monatlichen oder jährlichen Gebühren. Naja, dieser Wandel trägt da anscheinend Früchte, die scheinen glücklich und zufrieden damit zu sein. Und was ich bei Google eben noch vergessen hatte, was noch gar nicht komplett durch war, die Übernahme der Pixel-Smartphone-Sparte von HTC. Das ist jetzt gegessen, das ist in trockenen Tüchern. Google freut sich, HTC freut sich, die haben jetzt die Kohle. HTC sagt, sie bauen weiterhin Smartphones und Google sagt, sie freuen sich jetzt weiterhin mit den coolen HTC-Pixel-Ingenieuren und Mitarbeitern auch coole Geräte zu bauen. Für einen kleinen Aufreger der Woche hat Strava gesorgt. Strava ist eine Fitness-App und das Unternehmen ist hingegangen und hat einfach mal die GPS-Daten veröffentlicht, wo die App genutzt wird. Das ist jetzt noch nicht sowas, wow, die überwachen mich oder sowas. Nein, die Leute stimmen da wahrscheinlich in den AGB zu, dass die brauchen ja, dass die App Zugriff auf die GPS-Daten hat und dass die dann wahrscheinlich anonymisiert an das Unternehmen geschickt wird. Jetzt noch gar nicht so wie das Wilde. So, das Unternehmen ist hingegangen, hat diese GPS-Daten auf eine Weltkarte gepackt und dann sieht man einfach, wo diese App genutzt wird. Also wo wird sie zum Joggen benutzt oder wo, analysiert die App irgendwelche anderen Funktionen und sendet aber natürlich auch die GPS-Koordinaten. In den Ballungsräumen, ne, die leuchten auf dieser Weltkarte natürlich stark auf, weil da so viele Leute wohnen und dementsprechend auch viele Leute diese App nutzen. Jetzt sind aber Menschen hingegangen und haben sich mal weniger besiedelte Regionen angeguckt und haben dabei anscheinend US-Militärbasen entdeckt, denn auch Soldaten, die diese Dinger, die diese App nutzen und dann, was weiß ich, auf Patrouille oder wenn sie dann mal Sport treiben und dann natürlich dann im Nirgendwo irgendwie, um die Basis joggen oder in der Basis joggen oder vielleicht, das wird dann auch gesagt, so auf Transportrouten von A nach B oder Patrouillenfahrten und. Und das war natürlich oder ist natürlich für jeden einsehbar. Das ist aber, ich sag mal, na klar, wenn sowas veröffentlicht wird, was wäre die Alternative? Solche Daten werden nicht veröffentlicht oder die jeweiligen Militärs gehen zu den ganzen Unternehmen und sagen, Leute, in den Koordinaten veröffentlicht ihr bitte nichts. Vielleicht wundern sich die Leute dann, warum es gerade genau da dunkel ist. Aber auch, man muss sich im Klaren sein, wenn man sowas nutzt und nicht nur speziell
Fitness-Apps, die GPS-Daten oder Laufrouten erfassen, sondern reicht ja schon ein ganz normales Smartphone, was das an Daten schickt. Wenn man das, ich sag mal, im Dienst anhat und naja, dann werden solche Sachen natürlich gesammelt. Und das ist das, wo wahrscheinlich auch die Amis abgehen und wo die Amis dann wahrscheinlich wieder denken, oh Gott, wann das jetzt in chinesische Hände fällt oder in russische oder genau andersrum, ne? War ein schöner Vorfall, wo natürlich wieder auf was Offensichtliches hingewiesen wurde. Und dann gab es diese Woche noch eine E-Mail von eBay. Die sind hingegangen und haben die Pferdescheu gemacht, indem sie gesagt haben, hey, wisst ihr was, in 4 Jahren oder so ist nicht mehr PayPal unser bevorzugter Zahlungsdienst, sondern Aiden. Hinter Aiden scheinen sich, ist wohl eine holländische Firma, die auch ähnlich Zahlungen digital abwickeln. So, aber das ist noch einfach nur eine Info gewesen, machen so eine E-Mail, sagen am Ende, aber es ändert sich erstmal nichts. Natürlich war eine Aufregung hier und da und ich habe auch gefragt, du, ich habe eine E-Mail vom eBay bekommen, ich kann PayPal nicht mehr benutzen. Stimmt das? Was ist da los? Nein. Steht auch in der E-Mail drin, dass sich erstmal überhaupt nichts ändert. Zweite Jahreshälfte 2018 fangen die bei den Amis damit an. Dann irgendwann 2019 kommt das so langsam vielleicht zu uns rüber, parallel zu PayPal. Und ja, auch PayPal wird weiterhin, kann man bei eBay noch auswählen, aber ist halt nicht mehr das Standardding. eBay ist ja damals mal irgendwann hingegangen und hat PayPal gekauft. Dann haben die sich aber, ich glaube, 2015 wieder getrennt in komplett separate Geschäftsbereiche. Und jetzt sagt der eine halt zum anderen, nö, wir machen jetzt mal was anderes. Wieso, weshalb, warum? Weiß anscheinend erstmal keiner. Es war aber auch die Woche der Nintendo-Nachrichten. Nummer 1, Nintendo hat Zahlen für die Switch-Verkäufe rausgehauen. Die Switch hat sich in 9 Monaten mehr verkauft als die Wii U in der kompletten Zeit. Die Wii U waren fast 14 Millionen Einheiten, die Switch hat jetzt in 9 Monaten fast 15 Millionen Einheiten verkauft. Das Gefühl hatte ich persönlich auch, dass das die Kiste deutlich besser ankommt. Meldung Nummer 2 war, dass die Switch länger unterstützt werden soll. Man spricht da irgendwie so von 5 bis 6 Jahren. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich tippe aber persönlich dann doch, dass irgendwann so, dieses Jahr vielleicht noch nicht, aber nächstes Jahr, eine überarbeitete Switch-Version rauskommt, die dann, was weiß ich, eine bessere Akkulaufzeit hat oder dann auch nicht einen 720p-Monitor, aber dann einen Full-HD-Monitor, wo aber das andere aber dann auch weiter kompatibel bleiben wird. Meldung Nummer 3 betrifft den Nintendo Online-Service. Der soll dieses Jahr im September starten und dann ist es auch bei Nintendo soweit, man kann online nur noch gegeneinander zocken, wenn man auch bezahlt. Die Preise sind aber günstiger als bei Sony und bei Microsoft. Ich glaube monatlich 4 Euro und das komplette Jahr gibt es dann für 20 Euro. Und zu guter Letzt hat man bekannt gegeben, dass die Arbeiten am Super Mario Film begonnen haben. Das wird jetzt kein Film mit richtigen Schauspielern, also mit Menschen. Das hatten wir ja schon mal. Auch ein Film, den sollte ich nochmal gucken. Das Ganze wird wieder ein Anime, beziehungsweise ein 3D animierter Film natürlich. Und der Schöpfer von Mario, Miyamoto, der hat da auch noch ein Auge drauf. Wie viel, mal gucken. Ich hoffe mal, dass der da auch hinguckt, dass da kein Schindluder getrieben wird. Kommen wir noch zum Film oder der Serie der Woche. Ich könnte jetzt einfach sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Denn diese Woche war auch wieder Murmeltiertag. Bedeutet, sie haben da in den den Phil, also das Murmeltier, rausgezogen und haben den befragt, du, wie sieht's aus? Siehst du deinen Schatten? Siehst du nicht? Sag mal was, haben wir noch Winter oder nicht? Winter scheint es anscheinend weiterhin zu geben. Meine Serienempfehlung der Woche ist aber, jetzt schlag mich nicht, es läuft auf Netflix, ist aber eine britische Serie. Ich glaube, hier auf dem 4. Kanal, bei denen ist es gelaufen. The End of the Fucking World heißt die Serie. Ich hatte am Anfang echt nicht auf dem Schirm, dass es was Britisches ist. Geht eigentlich um 2 Teenager, die von zu Hause ausbrechen, weil sie jeder blödes Leben haben und da ein kleines Abenteuer erleben. Ich habe die Serie jetzt noch nicht komplett geguckt, es sind nur 8 Folgen, jeweils so 22 Minuten lang. Ich habe jetzt die Hälfte rum. Ich glaube, 5, 6 Folgen habe ich schon geguckt. Fühle mich eigentlich nett unterhalten. Kann man sich mal angucken. Und ich bin mal gespannt, wie das endet. Und ich habe keine Ahnung, ob es da weitergeht, eine 2. Staffel hat oder wie es ausgeht. Ein QWERTY der Woche gibt es auch noch. Und es ist ein altes, eins meiner Lieblingsdinger, denn alle möglichen Raumschiffe sind drauf. Und ich bin hin und weg, wenn einer mal alle aufgelistet bekommt. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 325. Ist vorbei, euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Nummer 1, sie haben Verkaufszahlen für die Switch veröffentlicht. Und die Switch hat sich jetzt in nur 9 Monaten...